Narzissten sind oft schwer in Beziehungen auszumachen, aber es gibt eine Sache, an denen du Narzissten immer erkennen wirst, und das ist die Art, wie sie lieben bzw. wie sie mit Körperlichkeiten umgehen. Und darum soll es ja heute gehen. Sehr wichtiges und ernstes Thema, das wir hier bereden müssen. Hey, ich bin Arti und kläre schon seit über 8 Jahren über narzisstischen Missbrauch auf. Ich war jahrelang selbst gefangen in so einer toxischen Konstellation, konnte mich dann irgendwann endlich lösen und helfe jetzt anderen, auch ihren Weg zu finden aus diesen Beziehungen heraus. Und ich werde wegen YouTube hier natürlich das prekäre Wort nicht verwenden, weil sonst wird das Video wahrscheinlich direkt gelöscht. Also seht es mir bitte nach, dass ich da Umschreibungen für wähle. Ihr werdet trotzdem verstehen, worum es geht, ihr Lieben. Ja, und wenn man schon sehr lange mit so einem Menschen in einer Beziehung war, dann hat man einiges an Erfahrungswerten mitzuteilen. Darunter gehöre auch ich. Und ich arbeite ja jetzt schon über 5 Jahre mit meinen Klienten jeden Tag in psychologischen Beratungen zusammen. Und auch da summiert sich so einiges, was gerade die Körperlichkeiten betrifft, beziehungsweise was es auch bestätigt, was ich selbst erlebt habe. Und deswegen werden wir jetzt hier mal ganz klar abgrenzen, wie das ist, mit einem Narzissten Körperlichkeiten zu haben und warum das die Leute so dermaßen kaputt macht, innerlich und äußerlich. Denn normalerweise ist das ja etwas Wunderschönes, es ist ein Ausdruck der Liebe und es tut gut und verbindet. Aber mit einem Narzissten kehrt sich das leider komplett ins Gegenteil um und du wirst am Ende nicht mehr wissen, wer du bist. Und das Erste, wie du genau herausfinden kannst, ob du gerade mit einem Narzissten zusammen bist und ob das mit den Körperlichkeiten zusammenhängt, ist ganz einfach, dass außerhalb des Bettes nicht wirklich was passiert. Ich rede hier tatsächlich jetzt mal ganz offen mit euch. Normalerweise ist es ja so, man verliebt sich in jemanden und irgendwann, wenn dieser jemand auch gesund ist, entwickelt sich Agape. Das ist die göttliche, die reine innere Liebe, okay? Und die Dinge, die man dann tut, zum Beispiel im Schlafzimmer, die sind mehr oder weniger eine Vereinigung, eine seelische und körperliche. Es kann wirklich ein unglaubliches Erlebnis sein. Ja, das werdet ihr erfahren, wenn ihr nach so einer toxischen Beziehung mal einen gesunden Partner habt. Aber all diese Komponenten gibt es in einer toxischen Beziehung nicht. Das bedeutet, der Narzisst hat keine Beziehung zu sich selbst und weiß nicht, wie das aussieht, mit jemand anderem Agape zu haben. Ich nenne es jetzt immer wieder Agape, weil im Endeffekt ist es ja auch genau das. Das heißt, du hast in dieser Beziehung, die ist unfassbar lieblos. Es gibt keine Küsse, es gibt keine Berührungen. Du wirst nicht gestreichelt. Verstehst du, wenn du einen liebenden Partner hast, dann gehst du mit dem raus, dann nimmt er deine Hand. Ja, dann berührt er dich ganz oft, dann möchte der dich spüren, auch außerhalb dieser einen Sache. Mit einem Narzissten wirst du sowas nicht erleben, vielleicht in der Lovebombing-Phase, wo er dich noch rumkriegen möchte. Aber später wirst du ganz klar merken, dass der dich nicht mehr anrührt. In keiner Art und Weise. Er guckt dich auch nicht an, er sieht dich nicht wirklich. Das heißt, außer dieser einen Sache im Schlafzimmer, die noch oft laufen wird am Anfang während der Lovebombing-Phase, die du vielleicht auch noch als ganz prickelnd empfinden wirst, wirst du spätestens, wenn die Verliebtheit vorbei ist und du in diesen Zustand von Agape kommst, von dieser wirklichen Liebe, da wirst du merken, dass es hier eigentlich überhaupt keine Verbindung gibt. Denn da kommen wir direkt zu Punkt 2. Der Akt an sich ist super mechanisch und läuft immer gleich ab, okay? Normalerweise ist es, wie gesagt, so, dass sich da zwei Seelen verbinden. Wenn du das noch nicht erlebt hast, dann tut mir das wahnsinnig leid für dich. Aber ich sag dir ganz ehrlich, hör nicht auf zu suchen, denn genau darum geht es, okay? Und mit einem Narzissten ist es nur wie eine Maschinerie, was am Anfang dann eben noch explosiv und feuerwerksähnlich war, weil Verliebtheitsphase wird irgendwann zu einem roboterartigen Drahtseilakt, den du überhaupt nicht mehr genießt und wo du auch wirklich merkst, der berührt dich immer an den gleichen Stellen, genau gleich lang und dann geht es schon wieder weiter, ja, und das kannst du irgendwann, du könntest ein Skript dazu schreiben und sekundengenau feststellen, wo er dich wann berührt, bevor ihr wisst schon. Und das ist ganz furchtbar für die Betroffenen, weil sie dann irgendwie merken, ich werde hier gar nicht richtig geliebt, ich werde hier gar nicht richtig gesehen. Manche Frauen beschreiben es sogar so, sie würden benutzt wie eine Puppe. Und das kann ich tatsächlich bestätigen. Irgendwann ist es genau nur noch diese Sache. Du wirst benutzt wie eine Puppe. Eher als würde er sich irgendein Filmchen im Internet angucken, ja, und sich Abhilfe verschaffen. Aber das hat nichts mehr damit zu tun, dass er sich mit dir wirklich verbinden wollen würde. Das merkst du auch dann daran, das ist schon der nächste Punkt, dass danach er ganz schnell Distanz suchen wird. Das hast du noch nie erlebt, wie schnell dieser Mensch aufsteht und einfach seinen Alltag weitermacht, als wäre überhaupt nichts passiert. Und versteh mich nicht falsch, es gibt Situationen, wo es mal schnell geht und das ist auch ganz nett. Aber bei denen wird das immer so sein. Die werden immer aufspringen und weglaufen und danach wirst du die nicht wiedersehen. Das heißt, kuscheln ist sowieso ein Ding der Unmöglichkeit, direkt der nächste Punkt.
Kuscheln gibt es bei diesen Menschen nicht. Diese Menschen verstehen nicht, was Kuscheln ist. Es interessiert sie auch nicht. Hatte mal eine total verrückte Situation, weil ich hatte schon mal davor eine glückliche Beziehung, eine gesunde Beziehung. Und das heißt, Kuscheln war, hey, hallo, ja. Und ich legte mich dann mit ihm hin und er sagte dann nach 2 Minuten, wie lange müssen wir jetzt hier noch so liegen bleiben? Und da war ich so total, also, hä? Was? Ja? Und dadurch merkte ich erst, dass diese Beziehung überhaupt toxisch ist, weil dieser Mensch überhaupt keine Nähe zulassen konnte. Wie gesagt, außer während des Aktes und da auch nur ganz kurz und dann war er schon wieder weg. Jetzt kommt aber das Schlimme daran. Trotzdem wirst du, das ist das Traumabond, da haben wir letztes Mal drüber gesprochen, schau mal hier oben rechts, kannst du dir nachher mal angucken. Durch das Traumabond ist jetzt aber Folgendes passiert. Der Narzisst entzieht dir ja immer weiter jegliche Aufmerksamkeit und Liebe. Ich setze das in Anführungszeichen, weil es ist keine Liebe. Aber du bist dennoch süchtig danach, denn einem Verhungernden ist ein Krümel lieber als gar nichts. Und die meisten Narzissten haben dich gefangen mit diesen Körperlichkeiten ganz am Anfang. Wenn diese Körperlichkeiten jetzt also nachlassen, egal wie schlecht sie sind, und das macht es wie eine Abhängigkeit, oder? Egal wie schlecht diese Körperlichkeiten sind, du willst sie um alles in der Welt beibehalten, weil es ist die einzige Möglichkeit, ihm nahe zu sein, wirklich das Gefühl zu haben, er hat mich gern. Und das ist super traurig, denn was als nächstes passiert, ist natürlich, dass der Narzisst das genauso einsetzt gegen dich. Das nennt sich dann Liebesentzug, weil du nicht das tust, was er will, weil du nicht schnell genug getan hast, was er möchte. Wird er anfangen, dich komplett abzuwerten, dein ganzes inneres Wesen, nicht nur deinen Körper, sondern auch dein ganzes inneres Wesen. Und dann wird er irgendwann ein Spiel daraus machen und sagen, natürlich habe ich keine Lust mehr. Ich meine, guck mal, wie du bist. Ja, guck mal, wie du dich verhältst. Wie soll man denn da Lust bekommen? Habe ich alles durch, kenne ich alles. Und das Schlimme ist, dass wir dann im Traumabond, da, wie gesagt, ich war genauso, uns dann anfangen, Mühe zu geben. Noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr Mühe zu geben. Das heißt, wir kaufen Dinge, versuchen das irgendwie aufzupeppen, lassen uns teilweise auf Dinge ein, auf die wir überhaupt nicht abfahren, nur damit wir diese Nähe noch bekommen können. Denn das ist der nächste Punkt. Diese Menschen stehen immer auf richtig krankes Zeug. Ich muss es sagen, wie es ist. Ja, war bei meinem auch so. Und nicht nur so ein bisschen, sondern wirklich auf die richtig üblen Dinge, wo du als Frau normalerweise sagst, wow, da nehme ich Reißaus. Ich sage euch ganz ehrlich, würde ich heute nochmal so einen Mann treffen, der auf solche Dinge abfährt, ich würde sofort gehen. Wirklich wahr. Aber wenn du im Traumabonding steckst und diesen Liebesentzug am eigenen Leib erfährst, wie ich damals, dann schaffst du das nicht. Das heißt, du möchtest ihm genügen, du möchtest ihm entgegenkommen, du möchtest, dass er dich wieder gern hat, du möchtest, dass er das mit dir macht, obwohl du es eigentlich nicht möchtest. Und dann gibst du dich komplett auf und opferst deinen Respekt nur, um dich ihm anzubiedern. Und das Schlimme, was dann passiert, ist, dass sie dich dann abwerten. Das heißt, du kommst schon an und tust Dinge, die du gar nicht tun willst. Und wirst dann noch abgewiesen. Ja, und dann werden irgendwelche hanebüchenen Ausreden erfunden, warum jetzt nicht geht und keine Ahnung. Und in dir macht sich immer wieder das Gefühl weiter breit, dass irgendwas nicht stimmt, dass er das doch irgendwo sich holen muss, weil es kann ja nicht sein, dass es gar nicht mehr funktioniert, während er dir erzählt, nee, er braucht das einfach nicht mehr. Ganz viele Narzissten machen das, sie sagen, sie brauchen das nicht mehr. Und es ist auch irgendwo die Wahrheit, denn sie verstehen ja gar nicht, was das ist. Sie denken, es ist ja nur eine Zufuhrquelle beziehungsweise ein Mittel, um dich dazu zu bringen, das zu tun, was sie wollen. Die verstehen gar nicht, was das ist. Das ist das Traurige daran. Und das noch Traurigere ist, dass sie dann spätestens schon eine neue Quelle haben werden. Das musste ich auch am eigenen Leib erfahren. Wie gesagt, ich wurde immer mehr links liegen gelassen und irgendwann habe ich in sein Handy geguckt. Ich konnte halt nicht mehr anders, weil er hat immer gesagt, alles ist gut und ich wusste, es stimmt nicht. Und dann habe ich so schlimme Chats gefunden, Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Und das Schlimmste ist, die gehen dann raus, melden sich auf solchen Seiten an und erzählen den Frauen dort, dass sie eine frigide Frau zu Hause liegen haben, die keinen Bock auf sie hat. Und Leute, das bricht euch auf Ebenen, während ihr seit 5 Jahren versucht, die wieder dahin zu kriegen. Ja, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist eine Art der Unmenschlichkeit und Grausamkeit, dass es kaum in Worte zu fassen ist. Und das, wie gesagt, das bricht dich auf Ebenen, wo du dich teilweise nie mehr von erholen kannst. Weil, wie gesagt, es wird ja nicht nur dein Körper abgewertet, sondern dein ganzes Wesen, deine ganze Art. Es wird ja ständig gesagt, nur weil du so bist, ja, anstrengend, ja, oder du diskutierst ständig, ja, weil er ständig dich fertig macht und du dich dagegen wehrst. Dann bist du die Böse, die ständig diskutiert, ja. Wie kannst du es wagen? Ja? Er möchte doch das liebe Hausmädchen zu Hause, das sich nicht wehrt. Und dann kommt es zu noch schlimmeren Situationen teilweise. Das habe ich von euch da draußen gehört.
Ich habe auch mal ein Interview mit einer Betroffenen gemacht, guck mal oben rechts. Das ist aber heftig. Also eine Warnung raus, ja. Weil, wie gesagt, du tust am Ende alles, um gemocht zu werden. Und irgendwann geht es auch über die Grenzen hinaus von dem, was du willst. Und teilweise tust du dann Dinge, die nicht mehr freiwillig sind. Und das ist, wie gesagt, in dem einen Interview echt heftig zum Vorschein gekommen. Ich saß da wirklich neben dieser Frau. Ich habe echt mit der geweint. Das war, ich weiß nicht, ob man es hört. Ich habe es mir danach wirklich nie wieder angehört, weil es war so heftig. Dieser Tag war so heftig. Und ihr dürft aber euch freuen, denn diese Frau ist eine gute Freundin von mir mittlerweile. Und die hat mittlerweile wieder geheiratet und hat einen kleinen, wundervollen Sohn. Grüße an dich raus und ist super glücklich, ja, mit Gott und ihrem Ehemann. Ganz, ganz tolle Geschichte, ganz, ganz tolle Geschichte. Aber wie gesagt, sie hat auch so Schlimmes erlebt. Genau wie ich und wir alle, ja. Und eine Absurdität ist auch noch, dass gerade die Verdeckten, ich spreche jetzt nicht für die Offenen, aber für die Verdeckten, denen ist wichtig, dass du fertig wirst, wenn du weißt, was ich meine. Denen ist wichtig, dass du fertig wirst, am besten mehr als einmal. Und du denkst ja am Anfang, hey, das ist ja toll, der gibt sich ja richtig Mühe um mich. Aber es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber sie tun das nur, um sich selbst was zu beweisen. Sie tun das nicht, weil du ihnen so wichtig bist, sondern damit sie jedes Mal sehen, haha, ich hab's drauf. So, ja, mit den Frauen. Sie verallgemeinern auch gerne, was Frauen toll finden und so, weil es sie gar nicht genug interessiert, die einzelne Frau als einzelne Persönlichkeit wahrzunehmen, sondern es ist jede Frau gleich in ihren Augen. Du wirst benutzt und dann wirst du liegen gelassen, wie ein, ja, verbrauchtes Spielzeug. Und das ist ganz, ganz furchtbar. Aber genau damit kriegen sie dich eben am Anfang. Weil es das im Überfluss gibt, dann merkst du, es gibt nichts anderes als das. Das heißt, es wird dir umso wichtiger, weil es ja sonst nichts gibt. Kein Kuss, keine Umarmung, kein, ne? Kein Kuscheln. Und dann, wenn sie das erkannt haben, dass es dir super wichtig ist, dann benutzen sie es gegen dich. Und da habe ich wirklich Frauen, es gibt wirklich zwei verschiedene Frauen, die aus solchen Beziehungen rausgehen. Die einen sind noch jung genug, die päppeln sich ein paar Jahre wieder auf und dann gehen sie wieder auf die Jagd. Und die anderen sagen komplett, nee, das will ich nie wieder. Ich kann mich nie wieder auf einen Mann einlassen, in meinem ganzen Leben nicht. Und die sind auch glücklich damit, die haben ihren Frieden damit. Aber Leute, was da wirklich passiert hinter verschlossenen Türen, ist richtig Wahnsinn. Also, und noch ein wichtiger Aspekt davon ist, dass die immer den Kick brauchen. Das haben sie von Psychopathen. Wie gesagt, Agape ist eine ganz tiefe Form der Liebe. Und wenn du dich mit jemandem vereinigst, der das Gleiche für dich fühlt, ich habe mittlerweile wieder das Glück, dass ich so jemanden habe. Dann ist das das Größte auf der Welt. Es ist das Größte und das Beste, was du jemals erleben wirst in deinem ganzen Leben. Ich sag's dir, wie es ist. Aber die wissen ja nicht, was das ist. Und sie sind auch nicht in der Lage, das zu erzeugen oder das von dir anzunehmen, nicht mal das. Und weil das für sie aber eben nicht funktioniert, ist es eben so, dass sie sich immer extremere Sachen suchen müssen. Deswegen erkennst du Narzissten auch oft schon an ihren Gewohnheiten. Es ist, wie es ist. Umso extremer die sind, ja, umso mehr weißt du eigentlich, dass dieser Mensch nicht zu gesunder Liebe fähig ist. Weil, wie gesagt, die müssen es ja irgendwie so für sich umdrehen, dass sie irgendwas dabei fühlen, wenn sie schon den eigentlichen Kern des Themas nicht verstehen, beziehungsweise nicht fühlen können, was ja auch traurig ist. Aber dann wird es eben krankhaft. Und das ist es leider jedes Mal. Und wenn du dich jetzt fragst, ist es normal, dass der viel zu viel will oder gar nichts, dann sage ich genau ja. Denn es ist genau immer eins von beidem. Es gibt Narzissten, die nehmen ihre komplette Zufuhr dadurch. Das heißt, die brauchen es mehrmals am Tag, gefühlt. Und wenn du dann keine Lust mehr hast, nehmen sie sich es trotzdem. Ja, das hatte ich auch schon oft in Gesprächen, ganz schrecklich, wurde dann auch zur Anzeige gebracht. Und es gibt die, die gar nichts damit anfangen können, die kapiert haben, das ist für sie nur so ein Manipulationswerkzeug. Und wenn das seinen Zweck erfüllt hat, hören sie einfach damit auf und dann fehlt es ihnen auch nicht. Die beiden Varianten gibt es. Etwas dazwischen, etwas Gesundes, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Und die erste Variante ist vor allem die, die dann immer sich auch andere Frauen sucht. Also die bleiben nie bei dir allein. Bitte, versteh das. Es ist so. Ja. Und wie gesagt, die Betroffenen kommen da raus und sind komplett gebrochen und können sich teilweise nicht mehr auf jemanden einlassen. Bei mir hat es auch Jahre gedauert, bis ich mich wieder auf jemanden einlassen konnte. Aber wie gesagt, gebt nicht auf. Es ist wunderschön, wirklich, wenn ihr einen gesunden Partner habt und das mit dem leben könnt, dann gibt es nichts Besseres auf dieser Welt. Und es lohnt sich tatsächlich. Aber wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt da jemanden hocken, der berührt euch nicht, der küsst euch nicht, das läuft alles mechanisch ab, danach verschwindet er direkt wieder. Er will es immer extremer, obwohl es echt an die Grenzen von allem geht, was ihr gut findet, ja. Und
es entweder zu oft oder gar nicht möchte. Ja, also diese ganzen Komponenten, wenn du die zusammenfasst, dann hast du eigentlich schon ganz guten narzisstischen Menschen beschrieben. Und bitte schützt euch, ihr Lieben, wenn ihr in so einer Beziehung seid, zieht eure Konsequenzen. Wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch. Ich helfe euch da gern raus. Ich habe schon über 2000 Klienten geholfen mittlerweile. Und es gibt einen Weg daraus und das Leben danach ist unbeschreiblich schön. Und ich kann es wirklich, ich weiß, wie schwer es ist. Ich weiß, wie sehr es sich anfühlt, als würde es niemals funktionieren, da rauszukommen. Aber glaubt mir, es geht. Es geht. Und ich helfe euch gern dabei, ihr Lieben, okay? Jetzt lasst mal einen großen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat. Wir wollen den YouTube-Algorithmus triggern, damit das Video sich von allein verbreitet, die richtigen Menschen erreicht. Als zweites, wir sind hier eine Selbsthilfe-Community, die größte Deutschlands, was dieses Thema angeht. Ja, wir haben fast 100.000 Abonnenten. Es ist unglaublich, wie viele Menschen das betrifft. Nimm dir doch jetzt nach dem Video mal 5 Minuten Zeit. 5 Minuten, und mehr bitte ich dich nicht. Teil hier deine Erfahrungen in den Kommentaren. Weißt du warum? Hier sind so viele Leute, die stecken noch drin, mittendrin. Und die lesen all eure Kommentare und ziehen ihre Hoffnung daraus und ihren Mut. Und es kann sein, dass du ausschlaggebend bist, dass sich jemand endlich lösen kann. Also bitte helft einander. Das ist hier keine One-Man-Show. Okay, ihr Lieben. Als letztes teilt das Video bei Instagram, Facebook-Gruppen, WhatsApp, mit Therapeuten, mit Freunden, damit sie erfahren, was euch passiert ist, ihr Lieben. Ich drücke euch ganz fest. Ich weiß, schwieriges Thema heute, aber es muss auch darüber berichtet werden und eben auch aus erster Hand. Nicht irgendwas runtergequasseltes von irgendwem, der irgendwas abguckt, sondern einfach authentisch von jemandem, der es erlebt hat. Okay, ihr Lieben, viel Kraft daraus und wir hören uns bald wieder. Bis dahin, eure Arti.